Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, kommen wir mal wieder zum Thema zurück, Herr Witzel. Worum geht es? Es geht bei Cum-Ex nicht nur um den größten Steuerraub in der deutschen Nachkriegsgeschichte, sondern auch in der europäischen Geschichte. EU-weit hat es einen solchen Steuerraub, man schätzt bis über 50 Milliarden Euro, bislang nicht gegeben. Was verbirgt sich dahinter? Hinter Cum-Ex verbergen sich Aktienleerkäufe, die mehrfach hin und her geschoben werden zum Dividendenstichtag, um die Kapitalertragssteuer dann mehrfach sich erstatten zu lassen, obwohl sie nur einmal entrichtet wurde. Das ist mitnichten keine Steuerhinterziehung, wie ich in einem Tweet vom Ministerpräsidenten kürzlich las. Herr Lienkämper, Sie müssen das Herrn Laschet noch mal erklären, sondern das ist Steuerraub. Und hier wurden öffentliche Kassen ausgeplündert. Es ist eine, für mich eine Form der organisierten Kriminalität mit hoher krimineller Energie von Bankern, Steuerberatern und Investoren. Und das alles konnte nur funktionieren, weil, wie in organisierten kriminellen Strukturen üblich, hochklandestin hier alle beteiligten Parteien sich eng abgestimmt haben und sie eine gesetzliche Lücke missbraucht haben, sodass der Betrug schwer nachweisbar war. Das alles, und das gehört zur Geschichte eben auch dazu, konnte ebenfalls nur funktionieren, weil die Politik über Jahre weggeguckt hat. Denn bereits 2002 lagen dem Bundesfinanzministerium Hinweise vom Bankenverband vor, die auf die Cum-Ex-Praxis hingewiesen haben. Nicht etwa, um da die Täter hinter Schloss und Riegel zu bringen, sondern um das Haftungsrisiko für Banken auszuschließen. Und es waren gleich zwei Finanzminister in großen Koalitionen, die über Jahre weggeguckt haben. Das war Finanzminister Peer Steinbrück. So viel gehört zur Ehrlichkeit dazu. Es war auch ein SPD-Finanzminister, der hier weggeguckt hat. Und es war Finanzminister Wolfgang Schäuble, die über viele Jahre nachweislich, das hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss in Berlin ergeben, von diesen Dingen gewusst hat. Und erst 2012 änderte die Bundesregierung die Rechtsgrundlage, 2016 dann für die Cum-Cum-Geschäfte, damit hier das nicht mehr möglich war. So viel zur Geschichte. Um diese ganze Sache jetzt aufzuarbeiten und die Ermittlungen auch zum Erfolg zu führen, braucht es große Profis, braucht es hohen Sachverstand, sowohl bei der Staatsanwaltschaft, beim Landeskriminalamt und eben auch bei den Steuerfahnderinnen und Steuerfahndern. NRW spielt, wie dargestellt, eine große Rolle, weil hier durch das Bundeszentralamt für Steuern in Bonn hier die Verfahren gebündelt sind. Und ich weiß, dass die Staatsanwaltschaft in Köln mit Hochdruck arbeitet und wir jetzt auch die Anklageschrift fertig haben. Und ich hoffe, dass es hier auch zur Anklage kommt. Jetzt ist aber die Frage, was macht der Finanzminister mit seiner Steuerfahndung, die für den Erfolg dieser Ermittlung von wesentlicher Bedeutung sind? Er zentralisiert die Ermittlungen in der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Wuppertal. Nun kann man sagen, okay, wir haben ja nicht mehr Personal, man muss halt zusammenkratzen, was geht. Aber, Herr Lienkämper, als Sie diese Steuerfahndung hier für Cum-Ex zentralisiert haben, das war im Jahr 2018. Im Jahr 2018 waren auch Sie es, die zwei der renommiertesten Steuerfahnder hier bei uns in NRW und sogar bundesweit aus Wuppertal so viel Steine in den Weg gelegt haben, dass Sie die Finanzverwaltung verlassen haben und die Steuerfahndung massiv geschwächt wurde durch Ihr Verhalten. Und im selben Jahr 2018, man höre und staune, gab es ja immerhin wenig genug 10 Stellen mehr für die Steuerfahndung, nämlich von 651 auf 661 wurden die Stellen erhöht. Man könnte glauben, dass der Finanzminister auf die Idee gekommen ist, diese Mehrstellen, diese Mehrressource jetzt in diese zentralen Ermittlungen zu geben. Weit gefehlt. Die 10 Stellen gingen in eine öffentlichkeitswirksame Taskforce vom Finanzminister, Justiz und Innenminister vorgestellt. Will ich gar nichts gegen sagen, dass da auch unter Umständen Bedarf ist. Und wir fragen mal nach, was macht diese Taskforce, die eben diese 10 Steuerfahnder ja bekommen hat. Aktuell, ich zitiere aus der Vorlage 17.15.86, aktuell beschäftigt sich die Taskforce beispielsweise bereits mit Projekten zur Clankriminalität sowie zum organisierten Sozialleistungsmissbrauch. Alles wichtige Dinge, um die man sich kümmern kann. Aber für so eine Taskforce insgesamt 58 neue Stellen zu schaffen, 22 von der Finanzverwaltung und die wenigen Stellen bei der Steuerfahndung, die 10 neuen Stellen, auch noch dazu verorten. Herr Finanzminister, ich
man vielleicht auch ein paar Stellen bündeln und zentralisieren können, aber die neuen Stellen hier doch dahin zu bringen, wo sie dringender gebraucht werden. Zumal, und das sagt der Thomas Eigenthaler, der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, rechnet vor, dass es bundesweit die Steuerfahndungsstellen zu 25% unterbesetzt sind und insgesamt in der Finanzverwaltung 6.000 unbesetzte Stellen gibt. Die gibt es auch anteilig über 1.000 Stellen bei uns in NRW. Das heißt, die Decke ist ohnehin schon zu kurz. Und dann muss man sich, Herr Finanzminister, die Frage stellen, wo stecke ich die Kräfte hin und wo priorisiere ich? Besser wäre es, wenn man für alles unheimlich viel Personal und Ressourcen hätte. Aber an dieser Stelle haben Sie nachweislich die Prioritäten falsch gesetzt. Und ich kann nur sagen, ich wünsche den Fahnderinnen und Fahndern und den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten und beim LKA den Mitarbeiterinnen, möchte ich hier meinen ausdrücklichen Dank aussprechen für die engagierte Arbeit, die nicht wegen, sondern trotz Ihrer fehlenden Unterstützung und nicht wegen Ihrer Unterstützung hier Großartiges leisten. Dankeschön.